Menschen machen weite Reisen, um zu staunen, über die Höhe der Berge, über die riesigen Wellen des Meeres, über die Länge der Flüsse, über die Weite des Ozeans und über die Kreisbewegung der Sterne. An sich selbst aber gehen sie vorbei, ohne zu staunen. Mit diesem wunderbaren Zitat von Augustinus begrüße ich dich heute in der 19. Folge meines Podcasts Gesundheit für alle. Der Podcast für mehr Gesundheitsbewusstsein und Eigenverantwortung für ein möglichst langes Leben. Heute passend zum Ferienbeginn zum Thema Reist du nach innen oder außen. Sei gespannt auf teils augenöffnende Anregungen für deinen Urlaub bzw. deiner weiteren Lebensreise. Die Ferien haben begonnen und die meisten sehnen sich nach freien Tagen. Ja, viele können den heiß ersehnten Urlaub kaum erwarten. Zumeist bereits lange im Vorfeld wurde sich die Frage gestellt, kann ich? Möchte ich? Und wenn ja, wohin möchte ich dieses Jahr alleine mit Freunden oder meiner Familie in den Urlaub fahren? Zu verreisen gleicht einem alljährlichen Ritual, das denjenigen unter uns mit schulpflichtigen Kindern durch die Ferien in Frühling, Sommer, Herbst und Winter vorgegeben wird. Laut Deutschem Reiseverband liegt Urlaub im eigenen Land weiterhin im Trend. Seit Jahren steht Deutschland als Reiseziel unangefochten an der Spitze der beliebtesten Urlaubsreiseziele für längere Urlaube. Die beliebtesten Reiseziele im Ausland im Sommer liegen am Mittelmeer. Spanien, vor allem Mallorca, ist das Lieblingsziel vieler deutscher Urlauber. Auf Platz 2 stand 2021 Italien, auf Platz 3 die Türkei. Aber warum verreisen wir eigentlich? Verreisen wir, um neue Länder und Sehenswürdigkeiten zu entdecken oder Städte zu erkunden? Oder halten wir es einfach nicht mehr zu Hause aus? Müssen unserem Alltag entfliehen, weil uns dort wortwörtlich die Decke auf den Kopf fällt? Müssen wir raus aus unserer Bude und brauchen einen Tapetenwechsel? Oder wollen wir einfach mitreden können, um auch sagen zu können, da und da schon gewesen zu sein und uns so wichtig zu fühlen? Viele wollen auch einfach mal abhängen, Strandfeeling mit Meeresblick genießen, oder sich gehen und das Leben einfach mal laufen lassen. Es gibt auch die unter uns, die gerne wandern gehen. Aber häufig marschieren sie lange im Außen und kommen doch keinen Schritt wirklich voran auf ihrem eigentlichen Weg, in ihrem Leben. Häufig ist es eine innere Unruhe, die viele plagt und umtriebig werden lässt, sobald sie mal nichts tun, der wir nur zu entkommen scheinen, wenn wir im Außen in den Urlaub flüchten. Mark Twain sagte in diesem Zusammenhang, Reisen bildet. Das ist wahr. Wer reist, sieht viel von der Welt und lernt so einiges dazu, denn beim Reisen nehmen wir viele neue Eindrücke in uns auf. Es hat somit Einfluss auf unsere Sichtweise zu den Dingen der Welt. Die eigene kleine Welt verändert sich durch das Reisen in die große, weite Welt. Man betrachtet bei seiner Rückkehr das alltäglich Gegebene unter neuen Gesichtspunkten, einem neuen Blickwinkel, weiß es möglicherweise mehr wertzuschätzen als zuvor und hat etwas zu berichten. Wer es für nötig hält, weiß sein Umfeld zu beeindrucken. Aber sag mal ganz ehrlich, was suchen wir im Außen? Letztendlich ist jeder Ort, an den wir reisen, eine Ansammlung von Menschen mit nahezu ähnlichen Grundbedürfnissen, nämlich in einer sozialen Form möglichst friedlich zusammenzuleben, ausreichend Essen zu haben und so geliebt zu werden, wie wir sind. Zugegeben, an dem einen Ort gibt es mehr, an dem anderen Berge. Dinge, die unsere Augen faszinieren, teils Einsiedlungen, teils trubeligste Großstädte, die interessant sind, kennenzulernen. Aber warum verreist du wirklich? Hast du sonst die Sorge, in diesem Leben etwas verpasst zu haben? Ich stelle mir an diesem Punkt immer die Frage, welche Bedürfnisse die Menschen vor über 100 Jahren jenseits des Reisetourismus und Internets hatten. Ihnen hat es oft gereicht, in den Ferien die Verwandten zu sehen, in einem Schwimmbad oder Badesee zu verweilen, und einfach Zeit für sich und die Familie zu haben. Ja, was brauchen wir wirklich in unserem Leben? Wie die neue Klamotte oder der neue Gegenstand in unserer Wohnung, auch Konsumgut genannt, kann auch eine Reise in die Ferne in Wirklichkeit nur Ablenkung sein. Und genau wie die Freude über die Sache zum Ankleiden oder den Gegenstand vergeht auch der Urlaub im Handumdrehen und man landet erneut im Alltag, den es sich gilt, entspannt und erholsam zu gestalten. Ganz gleich, welchen Urlaub wir machen, es ist großartig, im Urlaub anzukommen und die erste Hälfte vergeht auch meist schleichend, hingegen verrennt meist die zweite Urlaubshälfte, in der bereits erste Gedanken an den Wiederbeginn des Alltags im Kopf herumkreisen und womöglich noch im Urlaub anfangen, wieder Stress zu produzieren. Manchmal erfahren wir auf unserer Reise auch Gegenwind und es liegt an uns, unserer inneren Einstellung, wie wir die Segel setzen. Lässt du dich auf deinem Weg von deinem Kurs abbringen, wenn es mal stürmisch wird? Oder bleibst du dir deinem Weg treu? Auch oder gerade Umwege auf unserer Reise führen zu unserem individuellen Lebenserfahrung. Wundere dich daher nicht, wenn das Leben dich auf scheinbare Umwege führt und bleibe im Vertrauen. Wahrscheinlich sind gerade diese Umwege der direktere Weg zu deinem persönlichen Ziel. Wer hingegen kein Ziel hat, sich nur treiben lässt, braucht sich nicht wundern, wenn er das Gefühl hat, niemals anzukommen. Egal wohin du reist, Du nimmst dich immer mit. Die Gedanken, die unsere Handlungen beeinflussen und unsere Umstände erst verursacht haben, sind immer im Gepäck mit dabei. Ich wiederhole zu unterstreichen. Einen nimmst du egal, wohin die Reise geht, stets mit. Nämlich dich selbst. Wir sind daher immer eingeladen, an die Wurzel zu gehen. Liegt die Ursache unserer Reisefreudigkeit wirklich darin, andere Kulturen kennenlernen zu wollen? Woher kommt dieser Ich-will-weg-Gedanke? Bevor du also einen Flug in die Ferne buchst, frage dich, ist das wirklich das, was ich jetzt brauche, oder geht es vielmehr vielleicht darum, meinen Blick nach innen zu richten und Wege zu finden, meinen Alltag, mein Leben allgemein entspannter zu gestalten? In den zurückliegenden zwei Jahren konnten wir teils nicht raus, und daher ist der Wunsch natürlich verständlich, die heimischen vier Wände zu verlassen, größer denn je. Dabei ist es nach der oder durch die Corona-Zeit wichtiger denn je, zu innerer Ruhe und Gelassenheit zurückzufinden. Viele von uns hassen viel zu sehr durch ihr Leben und dürfen lernen, an bzw. innezuhalten, einfach mal zu entschleunigen. Es lohnt sich, sich zu besinnen und das Wesentliche in unserem Leben in uns zu erfahren, statt immer höher, schneller, weiter. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wende dich deiner Innenwelt zu und schaue, was im Innen wie im Außen hochkommt. Frage dich, welche Themen gerade bei dir anstehen. Es bringt nichts vor ihnen davon zu laufen, denn sie sind schneller, beziehungsweise holen dich eh früher oder später ein, da sie zu dir, deiner Entwicklung, deiner Reise hier auf der Erde gehören. Welche Erfahrung machst du beim Reisen? Im eigenen Land zu reisen ist scheinbar ein Trend. Wie sieht es bei dir denn mal mit einer Reise nach Innen aus? Aber was meine ich denn eigentlich mit Reise nach Innen? Man kann Urlaub diese wertvolle Zeit des Jahres auch nutzen, um am nach innen zu schauen und ganz in Ruhe zu reflektieren, was gut läuft, was im Alltag möglicherweise auf der Strecke bleibt und von welchem alten Malast man sich vielleicht auch mal trennen kann. Was letztlich mit innen gemeint ist, ist die Reise in dein Herz, in Kontakt mit dir und deinem Körper zu sein und dein Sein nach außen zu tragen, entspannt und in Ruhe zu wirken und dein Umfeld durch dein bloßes Dasein zu bereichern. Geführte Meditationen können dir auf dieser Reise helfen und erleichtern dir den Check-in zu dir selbst. Wenn du bis dato keinen Zugang zum Thema Meditation hattest. Alternativ gilt es manchmal einfach nur still zu sein, Kraft in uns zu tanken, statt einen äußerlich schönen Ort in der Welt zu bereisen, den schönsten Ort, nämlich den Rückzugsort in dir selbst zu besuchen und es dir dort behaglich zu gestalten. Eine Reise nach innen, eine solche Innenschau macht gerade zur Reisezeit Sinn und kann letztlich spannender und erkenntnisreicher sein als jede Urlaubsreise im Außen. Was bringt eine Reise im Außen, wenn wir danach heimkehren und in alte Muster verfallen? Warst du in der Vergangenheit vielleicht schon öfters unterwegs, bist aber letztlich innerlich ausgelaugt und leer wieder zurückgekommen? Was hat die schönste Reise gebracht, wenn wir danach wieder in ein Leben zurückkehren, vor dem wir eigentlich fliehen möchten. Frage dich selbst, ist es wirklich das, was du brauchst? Wenn du dir eingestehen darfst, Letzteres mit Ja beantwortet zu haben, rate ich dir ein Leben zu erschaffen, von dem du keine Auszeit brauchst. Werde entspannter im Alltag, gelassener in dir drin. Realisiere dich und schöpfe aus deinem Potenzial und reise stetig mehr zu dir selbst. Wenn du mit dir selbst in Kontakt und im Reinen bist, bist du gerne mit dir zusammen, auch in Ruhe, in dem von dir gewählten Zuhause. Wer einmal um die Welt reist, der hat wahrlich viel gesehen, wer aber nach innen reist, reist nachhaltiger und sieht letztendlich mehr. Ein weiterer nachhaltig positiver Effekt ist, wer durch die Reise nach innen entspannt und zufrieden ist, konsumiert weniger und tut auch damit der Umwelt etwas Gutes. Ich glaube, dass unsere Seele aus dem Grund sich einen menschlichen Körper zu eigen gemacht hat, um Erfahrung in dieser Welt zu machen und diese dann am Lebensende wieder mit nach Hause zu nehmen, wo auch immer dieses Zuhause sein mag. Ich möchte dich anhalten, dein Leben so zu leben, durch Reisen nach innen wie nach außen, dass wir eine Menge großartiger Dinge erleben. Es geht eigentlich gar nicht so sehr darum, wohin die Reise geht, sondern es geht darum, Unseren Lebensweg mit möglichst viel Spaß und Freude in Leichtigkeit und entspannt zu bereisen. Nicht immer nur im Außen unterwegs zu sein, sondern auch in regelmäßigen Abständen den Blick nach innen zu richten. Jede Reise trägt dazu bei, immer wieder bzw. immer mehr zu uns selbst und in unsere Mitte zu kommen. Das Beste an der Reise nach innen ist, du sparst Koffer packen, Zeit und Geld und bekommst keinen Sonnenbrand. Du brauchst kein Gepäck und kannst sogar noch unnötigen Ballast abwerfen. Mein Tipp für eine Reise nach innen zu dir selbst lauten daher: Ich bin ja ein großer Freund der Meditation. Wenn dir das nicht zusagt, nimm dir anderweitig im Alltag Zeit für dich. Genieß einfach die Natur um dich herum, mach ausgedehnte Spaziergänge, lausche den Naturgeräuschen wie dem Rascheln der Blätter oder Zwitschern der Vögel. Beobachte sie mit wachsamen Augen, Ohren und deiner Nase. Allen Sinnen wie ein Kind. Atme bewusst und nehme wahr, wie dein Körper bereits durch so alltägliche Möglichkeiten entspannen kann. Nimm dir ein Beispiel an der Natur. Sie ist vollkommen. Lerne nach innen zu deinem wahren Ursprung zu reisen und Ruhe und Entspannung zu erfahren. Deine Seele zeigt dir deine inneren Bilder. Das, worum es ihr aktuell geht. Nutze Urlaube, um dich zu finden um deine eigenen Denkmuster, deine Prägung und Verhaltensweisen wahrzunehmen und zu hinterfragen und dich dort, wo du hinreist, bewusst zu erfahren. Grundsätzlich und nicht nur auf Reisen bezogen gilt es weniger im Außen als mehr in uns selbst, unser Lebensglück, unsere Freude und Ruhe zu suchen und auch im Alltag, in seinem eigenen Tempo, tag ein, tag aus zu reisen. Lebe deine Träume und folge dem Pfad deiner inneren Stimme. Ich halte es für wichtig, sich zu vergegenwärtigen, wie schön man es eigentlich in sich an dem Ort, wo man lebt hat, und es sich dort immer schöner zu machen. Wer den Urlaub nützen möchte, um den großen Fragen des eigenen Lebens auf die Spur zu kommen, findet Antworten bei Seminaren wie dem Training for Life oder Path Retreats, welche in Klöstern oder anderen heilsamen Einrichtungen angeboten werden. In diesen Seminaren haben die Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen Zeit und Ruhe, um in geschützter Atmosphäre ihren eigenen Mustern und Lebensthemen auf den Grund zu gehen. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und freue mich über jedes Feedback, über deine Erfahrung und deine Resonanz zum Thema Reisen. Wenn dir meine aktuelle Podcast-Folge gefallen hat, dann abonniere einfach meinen Podcast und abonniere auch meinen Newsletter über meine Homepage dr-mark.de. In dem aktuellen stelle ich dir meine Meditation Reise nach innen zur Verfügung. Probier sie einfach mal aus und schenke dir diese Minuten der Auszeit. Handhabe es einfach wie ich und lebe beide Reisemöglichkeiten, nach innen wie nach außen und verbinde sie miteinander. Wer im Alltag Ruhe in sich findet und entspannt, muss nicht alltäglich auf den nächsten Urlaub hinfiebern. Umgekehrt kann man sich auch im Urlaub wunderbar mal ans Meer setzen oder an einen ruhigen Ort und einfach die Zeit mal für sich alleine, ja sich selbst bewusst als großartigen Menschen, als göttliches Wesen genießen. Finde Heimat in dir.